So, herzlich willkommen zu einem Glitch-Tutorial, was mit jeder Original-Edition funktioniert und natürlich auch mit dem Emulator. Aber der Trick ist jetzt für die Original-Edition, auch wenn es über den Emulator gespielt ist. Kein Cheat, ist so eine Art Glitch. So, dafür ist dieser Trainer sehr wichtig. Ihr dürft alles besiegen im Wald, außer den hier nicht. Das ist der, wo man hier unten lang muss. Ihr müsst schön weit unten am Rand, damit er euch nicht sieht. Dann geht er hier lang. Dann müsst ihr durch den Fatania-Wald nach Marmor City, kauft euch ein Fluchtseil und läuft den Weg wieder hier zurück, bis ihr wieder hier angekommen bin. So, dann müsst ihr ganz rechts bis hierher. Dann ist am besten, ihr speichert hier, falls das nicht funktioniert, der Trick. Weil wenn der jetzt nach links geht, kommt der und der will einen Kampf machen. Ihr müsst so schnell Start drücken, dass er euch zwar sieht, aber es nicht zum Kampf kommt. Und dann müsst ihr Fluchtseil benutzen. Und das war jetzt nicht so gut. Es hat sich ein Apfelkorn eingemischt. Oder wie wird das mal zur Schnecke gemacht? Ah, 15 erreicht. Doppelteam, nee. Nee, ich würde mich wieder in die Attacke schrott. Und jetzt so nach links und gleich Start drücken. Hat funktioniert. Normalerweise würde es jetzt zum Kampf kommen. Denn ein Fluchtseil nutzen und gleich müsst ihr aufpassen. Da kommt gleich ein Ausrufezeichen. Fluchtseil. Da, jetzt kommt es zum Kampf. Aber zack und weg. Zum letzten Pokécenter. So. Dann heißt es, jetzt müsst ihr einen normalen Trainer besiegen. Am leichtesten geht das zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Gary habt. Das war eben die Vorspulfunktion gerade. Ich habe versehen, das letzte Pokécenter. Ah ja. Ui, das war jetzt ja nicht so gut. Naja, das war jetzt nicht so gut. Ich habe mir gerade keinen Schutz. Versehen, Vorspulen. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Typen nicht platt mache. Am besten Flucht. Ich habe versehen, das falsche Pokécenter zuletzt gab, habe ich nicht mehr gedacht. So, der Trick funktioniert jetzt noch. Weil ich ein paar Viecher platt gemacht habe. Jetzt weiß ich mir nicht, ob der Trick funktioniert. Zum Glück habe ich noch gespeichert. So, dann einmal Loser besiegen. Also Gary. Ich mache das jetzt nur vorspulen, damit das besser, damit das Video nicht so lang wird. So. So, als nächstes muss ein Radfatz besiegt werden. Mit 6-mal Heuler. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ja, hier ist ein Radfatz. So. 6-mal Heuler, bis da steht, ne, hat keine Wirkung. Hier geschieht nichts, dann muss es besiegt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der noch funktioniert, weil ich ein paar Wilde besiegt habe. Jo, hat funktioniert. Also es ist egal, ob man auch wilde Pokémon besiegt. Das Wichtigste ist, dass man einen Trainer nur hat. So, und jetzt kann man es versuchen zu fangen. 11 Pokébälle sind da. Ui. Jo, ist dran geblieben. So. Ne, kriegt keinen Arme. Das Level 1, das Nidoking. Jetzt am besten zum Anfang, wo man es ein Level verpassen kann. Wenn man, voll ist es ja. Besten komplett zum Anfang zurück. Weil da sind die Viecher am schwächsten. So. Pokémon, Nidoking, tauschen. So, ist immer noch Level 1. Der Trick daran ist,
Guckt euch die Erfahrungspunkte an, die hat er schon, aber wir brauchen ja 63, obwohl er schon über eine halbe Million hat, 777.000. So. Aber es und dann halt da rechts nach oben gewechselt. Ja. Und jetzt haben wir schon Level 2 viel, das ist relativ schlapp. Das müsste am besten funktionieren. Ich hoffe, dass ich gleich Glück habe und Level 2 kriege. Den Radfahrt ist es schon mal. Jo, genau richtig. Nehmen wir Hornathacke ist sicherer, ja. Fuchtler ist ein bisschen gefährlich. Weil wenn es mich nicht gleich runter ist, sondern gibt es Selbstverletzungen. Uiuiui. Zwei Treffer muss er aushalten. Über den Rutenschlag ging daneben. Und zack. Jetzt dürfte der Level 100 werden. 16 EP. Zack, 100 erreicht. Mit einem Schlag. Und das sind die Werte. Relativ gut ausgeglichen. So, und das war's mit dem Trick. So, bis zum nächsten Mal und es werden noch weitere Folgen. Bis später.